Aufstehen! Sie haben die Mauer erledigt und kommen ins Wesselskopf. Genug von der ISA. Entweder Sie sterben oder ihr. Auf Befehl des Hohen Rats melde ich, Joram Brimpfstahl, mich zum Dienst. Ich werde jede Aufgabe erfüllen, die mir der Staat aufträgt. Wie bitte? Ich dachte, Sie hätten mehr Leibwächter. Wie der Vater, so der Sohn. Offenbar liegt das Versagen in der Familie. Ironischerweise brauchten Sie uns beide, um zu werden, wer Sie sind. Hat er die Waffen dabei? Elektrostatikprofil auf dem Kreuze des Vorsitzenden bestätigt. Sie sind alle da, Sir. Sie sollten stolz sein, Stahl. Ihre Waffen eröffnen eine neue Ära der Vorherrschaft Helgons. Ich werde bei Ihrer Beerdigung was Nettes sagen. Nehmen Sie ihn fest. Ah, ja. Unsere stolzen und furchtbar unterbezahlten Militärs. Sie sind alle so erbärmlich berechnet. Kommodore, sind Sie bereit? Ja, Vorsitzender Stahl. Feuer! Das wagen Sie nicht! Sie haben Energieschilde entwickelt! Wann? Sie sehen gar nicht hin! So, zwingen Sie den Senat, Sie zu akzeptieren? Der Senat wird mich um Gnade anflehen, direkt nach Ihnen. Auf die Knie, los! Auf Ihre Knie! Ich weiß, dass Sie hier sind, Stahl! Sie können sich nicht verstecken! Die schießen aufeinander! Sehen Sie! Das ist der gleiche Typ wie vorhin. Weiß jemand, wo die sind? Pier 2! Das ist eine gute Idee, Sevchenko! Jammer!
Vergessen Sie den Kommunikationsraum. Wir müssen auf diese Kampfschiffe. Bin schon dabei, Boss. Okay, Männer. Das ist unsere Chance. Wir sammeln uns bei Pier 2 und übernehmen die Kampfschiffe. Nur so können wir verhindern, dass Stahl die Erde erreicht. Los, vorwärts! Los geht's, Jungs!